Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. In der letzten Episode haben wir Morden von Omega geholt, damit er uns hilft, die Kollektoren aufzuhalten mit seinen Forschungen. Und ich würde mal sagen, wir reden mal mit Morden. Hallo Morden. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte nur reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Habe es vermisst, für finanzstarke Organisation zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Freut mich zu hören. Neues von Ihren Assistenten. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmerks dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Merks. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Arbeit in einfacher Anlage. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein, es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten. Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich rette ich auch gerne Leute. Den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter. Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. STG. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation, operiert im Geheimen, kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung, falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Wie das? Inwiefern ähnlich? Salarianern fehlt es an Truppenstärke, roher Kraft und militärischem Können. Müssen stattdessen auf Tarnung und Intelligenz setzen. Den Agenten wird vertraut und weitgehender Freiraum zugebilligt. Ähnlich wie bei Spectres. Zieldefinition, dann Ausführung. Natürlich großzügiger finanziert. Wir mussten unsere Waffen nicht selbst kaufen. Erzählen Sie von der STG. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschungen haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Kroganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von kroganischen Kolonien entnommen. Ich habe Curry getroffen auf Wörmeier. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Wörmeier zu zerstören. Hab schon gehört, dass er dabei war. Improvisierter Sprengstoff? Er hat ja auch mit wenig Ressourcen immer den Job erledigt. Guter Captain. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten. Mir ist Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nicht zu ungut. Okay, auf Wiedersehen. War nett, mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay. Upgrades. Über Upgrades. Okay. Forschungsterminal. Prototypen. Munition für schwere Waffen, das machen wir. Und den ML-77 Raketenwerfer, Iridium 5000, aber wir haben genug. Forschen. Und was haben wir noch? Kroganische Vitalität, 25% Gesundheit. Für Gwant sehr interessant. Panzerungs-Upgrade, Medical-Kapazität, immer gern gesehen. Was haben wir noch? Turmgewehrschaden, Präzisionsgewehrschaden, ist nicht schlecht. Die Beschleunigung der jedes Profil wird Projektils wird erhöht, das machen wir. Und das Sturmgewehrschaden machen wir auch noch. So. Genug geforscht. Da sind wir bald durch. Ich glaube, ich nehme mal den Raketenwerfer. Ich rüste den mal aus. Mach dieses komische Bogenprojektor weg da und nimm den ML-77 Raketenwerfer. So. Na, ich häng fest.
Haben wir es jetzt? Ja, wir reden jetzt trotzdem mit Jacob. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nochmal die Upgrades. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Dieses Schiff ist ein Nachbau der ursprünglichen Normandy. Aber eins ist klar, die Kollektoren schneiden dadurch wie Butter. Die Panzerung ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Ohne Upgrade wird es Tote geben. Die Allianz hatte ein paar neue Spielzeuge in der Entwicklung, bevor ich von dort weg bin. Ich könnte versuchen, ein paar Gefallen einzulösen. Kommen wir erstmal zurück. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie es haben wollen, Commander. Ich will es doch haben. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wie gesagt, ohne Upgrade der Hülle wird es Tote geben. Ich habe noch ein paar Gefallen bei der Allianz gut, sofern sie über die nötigen Ressourcen verfügen. Neue Dialog? Ich suche immer neue Dialoge. Schiffsverbesserungen. Schwere Panzerung, Palladium. Haben wir zu wenig, Mist. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie es haben wollen, Commander. Okay. Wir sprechen später. Commander. Jacob. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Jetzt möchte ich nur mit dir reden. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Wie Sie möchten, Commander. Cerberus hat zwar auch Dienstgrade, aber es ist nicht die Allianz. Stimmt. Private Kontakte sind nicht verboten. Ihr Schiff, Ihr Befehl. Wenn Sie mit jedem gut Freund sein wollen, ist das Ihre Sache. Ganz ruhig, Jacob. Mich interessiert nur, wie Sie so ticken. Bei jedem anderen würde ich jetzt gehen. Die meisten Leute bei Cerberus tun so, als wären sie der Unbekannte und verstecken irgendein Blödsinn hinter einem Lächeln. Aber Sie, mir gefällt, was ich gesehen habe. In Ordnung. Was möchten Sie wissen? Okay, haben Sie Familie, Jacob? Wartet zu Hause jemand auf Sie? Ich bin ein Einzelkind ohne Verwandtschaft. Hab mich nie irgendwo niedergelassen. Schien mir bei dem Job nicht angebracht. Und was man nie hatte, kann man auch nicht vermissen. Sie, ne. Das frage ich jetzt nicht. Sie vertrauen mir schnell. Sie gehen mit mir bewusst ein Risiko ein. Warum? Soldaten wie wir wissen, wie wichtig das Vertrauen innerhalb einer Crew ist. Auf einem Cerberus-Schiff gibt es das selten. Und schon gar nicht bei den Leuten, die das Kommando haben. Aber Ihnen geht es nicht nur um die Aufgabe. Sie wissen, dass man niemanden blind auf so eine Mission schicken kann. Das stimmt. Die Leute müssen motiviert werden. Der Job ist nicht alles. Von der Sache hängt sehr viel ab. Aber wir dürfen deshalb nicht alles andere vernachlässigen. Diese Wahl können wir noch nicht immer treffen. Aber schon der Versuch ist bemerkenswert. Ich habe bei der Allianz mein Bestes gegeben. Schon bald galt ich als Unruhestifter. Und solche Leute wurden immer besonders gründlich beobachtet. Cerberus ist da genauso. Sie geben sich nur mehr Mühe, ihre Überwachungsmethoden zu verschleiern. Wir haben nichts zu verbergen. Sollen Sie zusehen. Wir haben nichts zu verbergen. Und selbst wenn, wäre es egal. Sie können uns ja schlecht zurückpfeifen. Wir ziehen die Sache durch, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Genau. Wie auch immer, ich muss weitermachen. Danke für das Gespräch, Shepard. Kein Problem, Jacob. Wir können es ja bei Gelegenheit fortsetzen. Genau. Wir haben Zeit. Ich denke, wir sprechen jetzt nochmal mit Joker. Mit denen haben wir schon länger nicht mehr gesprochen. Was hat denn von unseren drei neuen Crew? Ich habe von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von Ihrem Bruder? Er ist weg. Sie sind alle weg. Aber wir holen sie zurück. Genau. Shepard und Lawson sind an der Sache dran. Wir holen Ihren Bruder zurück. Und dann werden die Kollektoren bezahlen. Was sie von unseren neuen Crewmitgliedern... Was er von unseren neuen Crewmitgliedern hält. Commander. Das Team, was halten Sie davon? Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Grunt trägt nicht gerade zu mehr Stabilität bei, Commander. Said ist wie Sie, nimmt dafür aber Schecks. Solange es nicht um mein Geld geht, ist alles in Ordnung. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Okay, wie läuft's im Cockpit? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wir haben nur eine Meinungsverschiedenheit über die Personalisierung meines Arbeitsplatzes. Die Vorschriften von Cerberus sind eindeutig, Mr. Moreau. Personalisierung bedeutet nicht, dass Sie meine Kameras auf der Brücke verschmieren dürfen. Es ist nur wütend, dass das Material mit mir ausnahmslos aussieht wie aus einem Traum. Okay, auf Wiedersehen. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Bis dann, Joker. Hallo, Kelly. Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität. Aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer. Was gibt's? Auf Wiedersehen. Das wäre alles.
Ich bin hier. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schon wieder? Ich bin sehr beliebt. Ich habe ihn schon längst rausgeholt. Okay, wir können jetzt unsere Gesichtsnamen heilen oder unsere Gesamtgesundheit verbessern, aber ich würde sagen, wir sparen uns das noch auf. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das hatten wir schon, sorry. Das Frachtdeck. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Überwachung benutzen. Mhm, überwachst du uns? Müllpresse benutzen. Luftschleuse, Müll entsorgen. Und tschüss. Said. Ich denke gerade über vergangene Missionen nach. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Sie könnten was lernen. Erzähl was. Ich habe gerade überlegt, wie viele Cerberus-Agenten ich getötet habe. Nach 50 hatte ich keine Lust mehr. Ihr Unbekannter glaubt wohl an Vergebung. Wenn man mit einem Messer die richtige Stelle trifft, kann man einem Kroganer die Platte ganz einfach vom Kopf hebeln. Ist die beste Methode, um einen Kroganer zum Reden zu bringen. Die Angst davor treibt sie in den Wahnsinn. Das hört sich sehr brutal an. Ich sollte Sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Ach ja. Das ist ein Modell der Verikan. Turianische Fregatte, ein tolles Schiff. Ich habe meine Mission geleitet, das Ding von innen heraus auszuschalten. Mit nur 5 Männern und ein paar Waffen. Keine Chance auf Erfolg. Aber wir haben's geschafft. Außer mir sind alle gefallen, hab also ordentlich abkassiert. Meine erste unmögliche Mission als Freiberufler. Hab seitdem viele gehabt. Aber das Gefühl, wie das turianische Schiff auf den Planeten kracht, ist immer noch einmalig. Ja, schön, dass wir uns so einen an Bord geholt haben. Hey, nicht anfassen. Das Gewehr ist älter als Sie. Ich nenne es Jesse. Das ist mein Glücksbringer. Dem Gewehr sind mehr Männer zum Opfer gefallen als dem skyllianischen Angriff. Der Tag, an dem ich es in Rente schickte, war der traurigste Tag meines Lebens. Ich würde alle meine Waffen für eine einzige Mission mit dem rostigen alten Ding hergeben. Das kann man doch bestimmt wieder reparieren oder so, ne? Bloodpack-Helm. Wunderschön, oder? Habe ich diesem kroganischen Warlord Gesag abgenommen. War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich habe Gesag zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Kroganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Okay, gut zu wissen. Wenn wir gerade von Kroganern sprechen, wie geht's denn unseren Zucht-Kroganer? Guan, Tigre, Guant. Shepard. Ich möchte mit dir reden. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Sie haben keine Reaktion? Irgendetwas muss sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als sie. Ich sehe Leid, die Toten und mein Gedanke ist schwach.
Ich soll stark sein. Ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okia mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Sie sind trotzdem stark. Sie haben also klein angefangen. Aber dadurch sind sie geworden, was sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer, ohne Wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Okay, gut. Shepard? Hast du irgendwelche Upgrades? Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Weiß allerdings nicht, ob's was bringt. Soll ich den Mist etwa behalten? Er sollte sich aber nicht auftürmen. Ich wohne hier unten. Okay. Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Weiß allerdings nicht, ob's was bringt. Oh, nicht genug Platin. Gut. Soll ich den Mist etwa behalten? Ja, das hatten wir schon. Er sollte sich aber nicht auftürmen. Ich wohne hier. Das ist vorerst alles. Shepard. Grant. Ah, ich bin viel zu schnell. Gucken wir noch mal kurz bei Miranda vorbei. Ja, das hatten wir schon, Sorry. Miranda's Mutter. Sie haben mir viel über Ihren Vater erzählt. Was wurde aus Ihrer Mutter? Ich hatte nie eine. Der Großteil meines genetischen Materials stammt aus dem Gewebe meines Vaters. Sein Y-Chromosom wurde durch eine Mischung gewünschter Eigenschaften aus verschiedenen Quellen verändert. Wie arrogant kann man eigentlich sein? Er war manisch-egoistisch. Ein weiterer Grund, warum ich von ihm weg musste. Verstehe. Auf Wiedersehen, Miranda. Danke für Ihre Zeit, Miranda. Wir reden später weiter. Jederzeit, Commander. Auf ins KZ. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Das ist schade. Wir gehen wieder nach Omega. Müssen wir schon wieder anfliegen? Wir waren doch noch angedockt. Morden und Grant. Automatischer Stufenaufstieg. Zack. WN. Laut Quarantänebericht wurde die Seuche vollständig eingedämmt, Shepard. Dr. Solos Assistent hat allen Patienten mit Komplikationen geholfen. Ausgezeichnet. Wusste, dass er es schafft. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Ich denke, wir gehen jetzt mal zu Aoya. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Hey. Aria erwartet mich. Genau. Wenn sie sie erwarten würde, wären sie längst drin. Sie haben gehen schon 10 Leute, die ich verstehe. Gleichgültig. Das war's. Aha. Kielan. Den starren Sie so an.
Ganz vorsichtig jetzt. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein, es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut, ich lass Sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Batterianer Pack. Flasche Wendy kaufen. Barmann. Ein Drink bestellen. Prost. Komm noch ein. Nee, es reicht. Weggehen. Oh, ich glaube, ich bin besoffen. Hast du das gehört? Anto! Sie wollen reden? Reden Sie mit Aria. Okay, aber das machen wir erst im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Mass Effect 2. Bis dann, Leute.